Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Und ja, wir sind hier gerade in Koroll. Und wir müssen hier rein. Was ist denn das? Heute zu Vilena Dantons Haus. Haben hier eine kleine Quest. Also, was heißt klein? Also, wir müssen was für die Kämpfergilde machen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ein schönes Haus eigentlich. Wir müssen mit ihm reden. Seid gegrüßt, Gildegenosse. Was kann ich für euch tun? So, Galtus, Viranus Danton, das ist er. Ich bin Viranus Danton. Was kann ich für euch tun? Vitellus Danton. Ja, mein älterer Bruder. Er fiel während einer Mission. Vitellus ist heldenhaft gestorben, wie wir es alle erwartet haben. Er war der Beste von uns. Unsere Mutter ist sicherlich sehr stolz auf ihn. Okay, was ist mit Galtus Prebia? Eine Mission? Gut, natürlich. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Ihr sagt, Orain selbst gab den Auftrag? Nun, vielleicht sollte ich erst mit Mutter sprechen. Keine Zeit, wir müssen gehen. Eure Mutter darf hiervon nicht erfahren. Keine Zeit, wir müssen gehen. Ich weiß nicht, müssen wir ehrlich sein? Wir müssen gehen. Oh, natürlich bin ich vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass es nicht nötig ist, überhaupt mit Mutter zu sprechen. Auf geht's. Der Sohn des Meisters, okay. Ich bin dabei. Wo ist die Mutter? Gehen wir mal nach oben. Häuser zu Dantons Haus, zweiter Stock, okay. Also, oh, es geht noch weiter hoch. Dritter Stock, auch gesperrt. Okay. Wo geht's raus? Hier? Hier geht's raus. Wo müssen wir hin? Nehmt eure Pause. Gut. Wo müssen wir hin? Hier, okay, Nonville-Höhle. Hier ist ja noch ein Tor. Da stand da der große Frost. Okay, da haben wir schon den Minotaurus. Stirb. Der hat aber nichts mehr, was wir brauchen, glaube ich. Wo führt denn der Weg? Hier ist ja eine Straße, die hier jetzt nicht markiert ist. Deswegen fragen wir jetzt wirklich, wohin das führt. Müssen wir hier hinabbiegen? Ich glaube schon. Nonville-Höhle entdeckt. Ja, hier müssen wir hin. Nonville-Höhle. Vielleicht. Ah, okay, Viranus und Thorn und ich sind in der Nonville-Höhle angekommen. Wir müssen herausfinden, was mit Galtus Prebia passiert ist. Und ich sollte dafür sorgen, dass dem jungen Danton kein Haar gekrümmt wird. Wir müssen Galtus Prebia finden. Er muss hier irgendwo sein. Okay, ich bin dabei. Warte mal. Wo rennt er hin? Ich wärme mich gerade erst auf. Stirb. Alter, ich sehe gar nichts. Alter, lädt er wieder auf? Kann ich ihn heilen?
Hab ich, die Hand des Meisters, Segen von Talos, Leben entdecken, 150 Fuß, Feuerball, Gleichmut, kalte Berührung. Habe ich hier irgendwie einen Zauber, das ihn heilen kann? Nordischer Frost, kalte Berührung, Lebensenergie absorbieren, mildernde Berührung bis Stufe bis zur Stufe 2, Schockberührung, Spark Touch. Hand des Meisters, Segen von Talos, Ausdauerfestigen, Baldham's Insight, leichte Wunden heilen, Schützen, Sternenlicht. Ich habe nur leichte Wunden heilen. Ich kann nur meine eigenen Wunden heilen. Aber seine jetzt nicht. Ist jetzt ein bisschen doof. Oh, ich habe die Kamera ein bisschen ganz komisch. So. Nicht ganz mittig gehabt. Kann er sich denn heilen? Magie reicht nicht aus. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Nicht, dass er jetzt drauf geht. Und vor allem, das waren jetzt 3 Trolle, 4 Trolle. Im Dunkeln, die ich jetzt nicht sehen konnte. Da müssen wir hin. Das nehmen wir mit. Okay, wir sind schon mal auf der richtigen Etage. Autsch. Warum ihr nicht sterben? Ich erkenne den Kuh. Autsch. Ach nein, du Idiot, nicht zum nächsten Rennen. Soll ich jetzt etwa anfangen? Wenigstens kommt der Idiot jetzt auch noch dazu. Okay, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Okay, er hat noch genug Leben. Fürs Erste. So, wir brauchen jetzt eben, komm, machen wir das. Wir wollen ja auch unsere Skills hier erhöhen. Was machst du mit der Fackel? Die reicht wieder nicht aus. Wie wenig wird wiederhergestellt gerade vom Leben? So viel Mana geht verloren, aber so wenig Leben wird wiederhergestellt. So, was haben die? Ogerzähne. In welchem Zustand ist unsere Waffe? 87, okay, warte mal. Wir haben doch noch ein paar Hämmer. So. Muss ja alles repariert werden.
Wer kommt als nächstes? Jetzt ist der da. Schluss. Alter, wie viele? Lebt er noch? Er lebt noch. Okay, Wiederherstellung hat sich auch verbessert, immerhin. Wie viele waren das jetzt? Wo muss ich eigentlich hin? Kann ich irgendwie... Okay, wir müssen hier hoch und dann da rein. Dahin müssen wir. Da ist noch so ein Troll. Autsch. Wenigstens greifen die Viecher mich an und nicht ihn jetzt. Wie viel Leben hat er noch? Ah, okay, der regeneriert ein bisschen. Oder? Regeneriert er überhaupt? Nee. Ich kann ihn jetzt aber auch nicht heilen, ne? Der wird nicht mehr lange durchhalten. Hier haben wir. Wir haben die Leiche von Galzo Pavia gefunden. Wir sollten nun zu Modern Orain zurückkehren. Was sind das? Zerbrochener Schild? Okay, gehen wir zurück. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht nochmal angegriffen. Ich will jetzt nicht, dass er jetzt drauf geht. Wir haben schon mal so eine Quest verkackt. Obwohl nur halb verkackt. Hatten wir das hier schon gelootet? So. Ein wilder Oger. Ah, das hier da. Ja, das war der Weg, der Ausgang. Glaube ich, hier lang war das, oder? Eben. Imholzschild. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich wünschte, ich könnte den beiden sagen, die sollen hier warten. War das hier der richtige Weg? Jo, drei Trolle waren das hier. Das war der Weg. Schon dunkel? Schon Nacht? Wir sollten zu Irene zurückkehren und ihm berichten, was wir herausgefunden haben. Okay, Galtus Previa. Tot? Ich glaube es nicht. So viel tot. Auch ihr. Ich bleib mal in der Ego-Perspektive. Für den Fall, dass wir angegriffen werden. So, aber jetzt erst einmal will ich was schauen. So, okay, wir bleiben jetzt mal bei den Ebenholzdingern. Oder Ebenerzdinger. Eigentlich ist das Ebenerz und nicht Ebenholz.
Ich glaube, das wurde damals alles per Google-Übersetzer übersetzt. Hier bei Oblivion. Zumindest wirkt das für mich so, als wäre das alles Google-Übersetzer gewesen. Ja, aber dann können wir zumindest das schwächere Zeug mal verkaufen gehen. Zusätzlich. Ich hätte gern das dädrische Zeug ab, also die Rüstungen, Waffen und so. Einging. Wart ihr in jüngster Zeit dort? Ich war schon eine Weile nicht mehr dort, aber es ist immer nett, mit Rasheda ein Schwätzchen zu halten. Außerdem gibt sie ihren Bekannten immer die besten Preise. Die Kapelle hier in Korol haben wir Stendar zu verdanken. Ein liebenswerter Ort und die Heiler sind ausgezeichnet. Glücklicherweise benötigte ich ihre Dienste bisher noch nicht. Nicht schlecht. Ist es gut zu Denkt wissen, ihr, das Schicksal von Quatsch ist? Könnte sich hier wiederholen? Keine Chance. Lebt wohl. Guten Abend. Ich mag die Gespräche, hier muss ich ehrlich sagen. Ich höre da immer wieder gerne rein. Bis euch. So, Modrin. Ihr seid zurück. Was habt ihr über das Verschwinden von Galtus Previa herausgefunden? Galtus Previa ist tot. Tot? Verflucht. Was hat ihn erwischt? Dort drin hielten sich Kreaturen auf, also Trolle, Oger. Ich denke, das ist dann alles. Komisch, dass da keine Kreaturen bei der Leiche waren und dass sie nicht gefressen wurde. Ich bezahle Danton für seinen Auftrag. Und für euch habe ich dies hier. Gute Arbeit, ihn wohlbehalten zurückzubringen. Vielleicht kann ich euch doch noch zu einem echten Soldaten machen. Habt ihr weitere Pflichten für mich? Habt ihr aber andere Pflichten für mich? Ich brauche euch, um Maglir zu finden. Dieser kleine Handlanger. Maglir? So ist es. Der kleine Wurm hat einen weiteren Auftrag vermasselt. Ihr müsst wieder hinter ihm herräumen. Okay, euer Notleidend? Ich wünschte, ich wüsste, was passiert ist. Er hatte einen Auftrag für einen einheimischen Magier in Braville. Schien nicht unbedingt eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. Er hat dem Kunden noch keinen Bericht abgeliefert. Macht euch auf nach Braville und findet Maglir. Stellt sicher, dass sein Auftrag erledigt wird und schickt ihn zu mir. Okay, noch mehr unvollendete Angelegenheit. Ich glaube, Maglir... Hört auf, mich so anzustarren. Ich starre euch nicht an. Viranus? Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Okay, nichts Neues. Seht euch vor. Was haben wir bekommen? Wir haben... Langschwert des Feuers. Okay, ein Vulkanglas-Schwert. Finde ich schon mal nice. Und dann haben wir unseren Ebenholz-Langschwert und unseren Ebenholz-Bogen. Aber ich bleibe beim Langschwert erstmal. Klinge des Leids. Auch. Das ist ja auch ein Ebenerz-Ding. Das Ding können wir dann verkaufen. Den behalten wir als Ersatzklinge. Den können wir verkaufen, weil der ist halt schlechter als das hier und das ist vielleicht einfach liegt wegen unserer Stufe und apropos Stufe, welche sind wir jetzt momentan? 16. Was bräuchten wir? Sind wir krank? Okay, wir 6 oder 7 bräuchten wir noch für den nächsten Stufenaufstieg. Ich glaube, wir sind krank. Kann das sein? Andere auf seine Tiere schwören. Hallo. Das haben Hallo. Auch schon andere gesagt. Wo ist die Kapelle? Ihr seid heil. Guten Abend. Da ist die Kapelle. Gehen wir uns mal heilen.
Wie geht es euch heute? Nicht so gut. Ich muss beten, damit ich gesund werde. Hallo. Gute Nachrichten, Bürger. Gute Nachrichten? Freut euch, der Glaube hat eure Gebrechen geheilt. Ja, nice. Okay, Quests. Welche haben wir jetzt? Noch mehr Unfälle. Modrin Oren hat mir aufgetragen, in Braville festzustellen, weshalb Magie einen weiteren Auftrag nicht erfüllt hat. Okay, Braville war... hier. Da müssen wir hin. Zwar ist sie nicht die beste in ganz Cyrodiil, aber meinen Ansprüchen genügt sie. Ich möchte mehr über das Anwenden von Zaubern lernen. Vielleicht sollte ich bei der Magiergilde anfragen, ob sie neue Mitglieder aufnehmen. Ich war noch nie bei der Magiergilde. Daran gedacht habe ich allerdings. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Ich habe nichts Gutes gehört. In Morrowind heißt es, der Halbgott Vivek sei verschwunden. Manche glauben, er sei von den Daedra entführt worden. Das ist äußerst beunruhigend. Wir können nur hoffen, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende findet. Schönen Tag. Lebt wohl. Wie geht's? Guten Abend. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich würde gerne mehr... Wir sind vor kurzem ein paar Goblins begegnet. Widerliche kleine Biester. Goblins, bah. Böses, stinkendes, kleines Gesocks. Gute Weiterreise. Wiedersehen. Gruß euch. Hat er von den Goblins da bei, Cropsdott, oder wie das jetzt hieß hier, Cropsford? Genau, Cropsford. Von den Goblins hier geredet? Doch ein bisschen länger her. Apropos, ich möchte mehr über die anderen Provinzen wissen, wie, also Morrowind, Somerset und, Skyrim wissen wir auf jeden Fall. Ich warte mal ein bisschen. Wir brauchen, wir wollen es helllichten Tag haben. 10 Stunden, warten wir mal. So, ich möchte jetzt gerne wissen, wie es jetzt gerade zu dieser Zeit in Elsweyr ist. Und Walenwald. So, Feuer und Stahl, da wollten wir rein. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Und das ist das Feuer und Stahl. Schilde, Waffen und Reparaturen. Was kann ich für euch tun? Handeln. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Mal gucken, was habt ihr denn? Elfen... Rasheda Spezial, wahrscheinlich. Könnte ich mir gerade so noch leisten. So, aber ich will mal was verkaufen. Ich brauche den hier nicht. Nicht mehr. Wir haben hier, den brauche ich auch nicht mehr. So, Fackeln haben wir genug. Reparatur war's. Okay, das war's. Mehr habe ich hier nicht. Wahrscheinlich, ich habe nicht mehr, was sie annehmen würde. So, wir haben davon 4. Ich würde 6 kaufen. Damit wir wieder bei 10 sind. Beehrt uns bald wieder. Was hast du für Gerüchte? Nordwaren und Handel ist der beste Ort, um Vorräte einzukaufen. Wiedersehen. Ja, okay. Sieh sich einer diese Muskeln an. Dankeschön. Achso, warte mal, genau. Wir müssen jetzt, den hier wieder aufsetzen. Ein Geselle im Schleichen kann in allen Stiefeln schleichen, ohne dass ihm Nachteile entstehen. So, mein schwarzes Pferd.
Auf nach Bravil. Sorry, ich liebe diese Melodie einfach. Wirklich, also bei dieser Melodie, bei diesem Soundtrack, wenn diese Klanggeräusche kommen, ich muss die Schnauze halten. Oder mit Summen. Ich liebe einfach solche Töne. Okay, hier ist ein Rotfuchs. Aber wessen Pferd ist das? Seid gegrüßt, Doktor. Ach nö. Wir haben es fast geschafft, den Soundtrack bis zum Ende zu hören. Mann. Scheiß Wildschwein. Sorry dafür. Ich wollte den Soundtrack einmal wirklich mal bis zum Ende hier hören. Und genießen. Und ich bin am Überlegen, mehr von den Daedra-Quests auch noch aktiv anzufangen, hinterher zu laufen. Ein paar haben wir ja schon gefunden, die wir machen können mit dem Schrein. Da bin ich auch froh, dass wir das mit Nocturnal gemacht haben. Und dass wir da dann den Skelettschlüssel erhalten haben. Weil dadurch brauchen wir keine Dietriche mehr einsammeln. Tschüss, Bär. Au, der hat mich sogar erwischt. Aber hinterher dürfte er jetzt nicht kommen, ne? Da kommt noch ein Bär. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Schenke zum schlechten Omen. Hier müssen wir noch die dunkle Bruderschaft machen, die Questreihe. Ist... Ah, da hinten ist irgendwo ein dädrisches Tor. Wollte schon fast sagen Portal. Obwohl, ist eigentlich im Grunde ein Portal, oder? Im Grunde ist das ein Portal. Das in die Totenlande führt. Minotaurus.
Echt jetzt, die Musik hier feiere ich am meisten. In Oblivion. Ich finde die sogar tatsächlich besser als in Skyrim. Muss ich ehrlich zugeben. So, da haben wir schon Bravil. Welcome to Bravil. Okay, nice. Schön, dass er da schon steht, oben. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass da oben auf dem Schild steht, Welcome to Bravil. Ja? Und ich wusste gar nicht, dass die hier Englisch sprechen. Eine Münze für einen Versehrten. Obwohl, doch, schon eigentlich. Silverhorn on the Water. So, Quest. Was sagten die? Mir aufgetragen, in Bravil festzustellen, weshalb Magie einen weiteren Auftrag nicht erfüllt hat. Muss ich mit irgendwen hier reden? Habt ihr meine Münze? Bringt euer Anliegen vor. Maglier. Maglier? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Versucht es in der Unterkunft, der einsame Freier. Der einsame Freier? Lebt wohl. Ist das eine Art Bordell? Der einsame Freier? Er soll ein begabter Magier sein. Gute Weiterreise. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Wie geht's? Ich hatte jetzt gehofft, da kommen neue Diskussionen, also Informationen über die Welt. Hallo. Einsame Freierunterkunft. Das ist ein Bordell. Kann das sein? Hallo. Seht, ihr schon wieder. Ihr schon wieder. Ich kann mir vorstellen, weshalb ihr hier seid, Gildenratte. Notleidend. Nicht erfüllt? Ist das alles, worüber ihr reden könnt? Ich gehöre nun zur Dunkelforstrotte. Viel Arbeit, gute Bezahlung und ich muss mich nicht ständig mit Orain herumschlagen. Der Auftrag muss vollendet werden. Ihr habt keine Ehre, ja? Er ist ehrenlos, aber Auftrag muss vollendet werden. Oh, ich weiß, dass ihr mich wegen dem anderen Auftrag an Orain verraten habt. Geht zurück zu Orain. Überbringt ihm meine Grüße. Ich habe nichts mehr zu sagen. Jeta? Was? Auch ihr. Auch schicke Rüstung hat er da. Ranaline? Ranalin. Ich koche im einsamen Freier. Trotz allem ist Aleron Lok tot. Das kommt davon, wenn man sich mit Spielern und Halsabschneidern abgibt. Okay, Auch ihr. Ihr habt die Hände eines Heilers. Apropos Heiler. Wie geht es euch? Also, vom Namen her wirkt das für mich wie ein Bordell, aber... Guten Tag. Was habt ihr für Neuigkeiten? Gerüchten zufolge hat der Nerevarin Morrowind für eine Expedition nach Akavir verlassen. Seither hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Angesichts der gewalttätigen Vergangenheit von Morrowind ist dies nicht überraschend. Wir können nur hoffen, dass die Probleme schnell ein Ende finden werden. Lebt wohl. Lebt wohl. Wie schön euch guten zu Tag. Sehen. Akavir, was habt ihr zu berichten? Warte mal, was haben wir jetzt hier für einen Auftrag? Magier sagt mir, dass er nicht länger Mitglied der Kämpfergilde ist. Er ist des Bettelns um Arbeit überdrüssig und hat sich deshalb der Schwarzwaldrotte angeschlossen. Muss ich jetzt wieder nach Korol zurück? Zu Orain? Ja, aber wegen Akavir... Ich frage mich eigentlich, ob der Nerevarine
es dort auch überlebt. Weil da sollen ja... Wer hilft einem Alten? So Tigervölker, Schlangenvölker und so Affenvölker so leben. Und noch irgendwie, ich glaube Drachenvölker oder sowas, so Drachenmenschen. Und da gab es auch schon Expeditionen dahin, die nicht gut gelaufen sind oder verlaufen. Wo halt immer wieder irgendwie die früheren Kaiser und so immer wieder versucht hatten, darüber zu kommen, das zu besiedeln, zu erobern und so weiter. Und da immer wieder gescheitert sind. Sogar teilweise von einigen da, ich glaube von den Schlangenmenschen gefressen wurden sogar. Bin mir aber auch nicht mehr sicher, wie viel da ich jetzt gerade die Wahrheit sage. Oder ob das nur Gerüchte sind. Also spielinterne Gerüchte. Und keiner die richtige Wahrheit weiß. Das ist einfach nur so. Weil bisher ist es ja auch so hier in Elder Scrolls, in dem Universum. Die erzählen ja alle auch selber eigene Gerüchte. Und man weiß halt nie, was die wirkliche Wahrheit ist. Nur die Überlieferung von den spielinternen Figuren, von den NPCs und so weiter. Man erfährt da nur die Wahrheit von denen. Aber nicht was die richtige Wahrheit ist. Das find ich wiederum so genial, dass da viel Interpretationsfreiraum auch ist. Mit Ausnahme von dem, was man selber dann gesehen hat und erspielt hat. Aber dass da die ganzen NPCs und so ihre eigene Wahrheit da erzählen. Finde ich so genial. Aber ich frage mich wirklich, wie ist dem Nerevarin, also Max Deus dem Dritten, in Akavir jetzt geht? Wir sind ja hier jetzt Max Deus der Vierte. Mal gucken, was wir noch so rausfinden werden über die früheren Charaktere. Vor allem Elder Scrolls 1, also Elder Scrolls Arena, Daggerfall, Morrowind und Oblivion. Genauso wie Elder Scrolls Battlespire. Was war das denn für ein Zaubergrad? Aber diese fünf Spiele finden ja alle in ungefähr zeitnahen, also ungefähr zur selben Zeit statt, sagen wir so. Alle ungefähr 10 Jahre Abstand voneinander. Und Skyrim war ja das erst... Redguard war das erste, was in einem anderen Zeitalter stattfand. Das war ja... Elder Scrolls Redguard ist, glaube ich, wenn... Wieso funktioniert die Shift-Taste jetzt nicht? Redguard war, glaube ich... Ne, es war ja zu dem Zeitpunkt, wo Tiber Septim schon dabei war, ganz Tamriel zu erobern. Also Ende der zweiten Ära, kurz vor Beginn der dritten Ära. Und Skyrim ist dann halt 200 Jahre später. So, na... Hier endet ja die dritte Ära, hier in Oblivion. Das wissen wir ja alle. Und hier beginnt auch dann die vierte Ära. Und dann gibt es ja noch halt Bücher von Elder Scrolls hier. Wie heißen die Bücher? Es gibt zwei Bücher, die 40 Jahre nach Oblivion stattfinden. Wie heißen die Bücher? Der eine, glaube ich, hat irgendwas mit Seelenlord oder sowas. Boah, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wie heißen die Bücher nochmal? Bin ich hier überhaupt noch richtig? Nee, falsch abgebogen.
Da vorne mussten wir irgendwo abbiegen. Und in den Büchern, da ist es ja genau erstmal 40 Jahre nach Oblivion und da geht es ja irgendwie darum, wo man, dass man dann, ich glaube in den Büchern, ich habe die beiden Bücher jeweils einmal gelesen gehabt bisher, will die gerne noch einmal lesen. Boah, ey, ich hab eine Idee. Ich sehe zu, dass ich die beiden Bücher hole, nochmal kaufe. Ich hatte die irgendwann mal hier in der Stadtbibliothek bei mir in der Heimat mal ausgeliehen gehabt und gelesen. Und aber ich sehe zu, dass ich die Bücher kaufe, mir selber, und dann irgendwie so als Podcast vorlese. Muss mal schauen, ob ich die irgendwie mal bei einem Thalia oder so finde. Und dann, dass ich wirklich einfach mal so vorlese, ein bisschen mit Elder Scrolls Musik, das auch ein bisschen hinterlege. Und dann vielleicht auch noch, wenn ich das dann auf YouTube hochlade als Podcast, man kann hier Podcasts auch hochladen, dass ich dann hier auch noch so kleine eigene gezeichneten Bilder oder sowas dazu mache. Damit man sich das auch ein bisschen bildlich vorstellen kann oder so. Was genau da geschieht. Die Idee habe ich jetzt. Auf jeden Fall in den Büchern war das so, da ging es irgendwie darum, eine Gruppe von mehreren Helden, sage ich jetzt mal, müssen da irgendwie Krummstab habe ich schon manches Mal eingenommen. Alter, das ist jetzt gerade viel Gespräch hier. So, einmal kurz da rein. Mit Odin reden. Was ist los mit Maglia und seinem Auftrag? Ja? Ich nehme an, ihr habt mit diesem Flegel Maglia gesprochen. Ja, Maglia, der ist abgehauen. Der Hundesohn. Wir haben ihn aufgenommen, als kein anderer ihm helfen wollte. Und so dankt er es uns. Sprecht mit Ariari in Bravil. Sie ist unsere Kundin. Erledigt die Aufgabe. Okay, ich glaube, wir müssen die... Hört auf, mich so anzustarren. Lasst uns anfangen. Ich starre euch doch nicht an. Wie schön, euch zu sehen. Alter, das ist jetzt aber ein ständiges Hin und Her. Ich grüße euch. Genau, jetzt muss ich endlich mal die Dingens mal zu Ende sagen, hier erzählen. Denn in den Büchern, in beiden Büchern, ging es ja um eine Truppe von Leuten. Darunter ein Kaiserlicher, der das Schwert Umbra irgendwie aus Morrowind irgendwie holen will. Ich glaube, das war so. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, worum es da geht. Also, wir werden das auf jeden Fall jetzt irgendwann noch lesen. Vorlesen. Ich weiß noch nicht wann, aber das ist jetzt mein Ziel. Von wo kommt der Troll jetzt her? Kann ein Weilchen dauern. Ich muss mal schauen, ob ich die Bücher irgendwo herhole. Aber wir werden das mal vorlesen. Dann ging es da irgendwie noch um ein Mädel. Ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen. So. Ich weiß auf jeden Fall, der Kaiserliche hat was mit der Mädel-Dynastie zu tun. Ich glaube, der hieß irgendwie auch sogar... Ich glaube, Atrius? Atrius Mädel hieß der, glaube ich. Stiefel, Hufschmiedehose.
Viel Spaß. Lasst es uns zu Ende bringen. Genau, und dann irgendwie noch so ein, war da auch noch ein Agonia, das mit diesen einen Mädel befreundet war? Sie war Alchemistin und diese Agonia war quasi immer ihr Opfer für Experimente, was Alchemie angeht. Wo auch einmal irgendwie für einen gewissen Zeitraum, da fand ich lustig, so, als ich das gelesen hatte, sie ihm, glaube ich, die Haut unsichtbar gemacht hat. Es sollte unsichtbar krank werden, aber es hat nur seine Haut unsichtbar gemacht und man konnte trotzdem alles, was unter der Haut war, an Muskeln, Organen und so weiter, irgendwie sehen. Fand ich super lustig, auf jeden Fall. Dass so ein Prank mal schief gehen kann. Und ja, er dann aber irgendwie sich entschieden hat, unter den Daedra dann zu verweilen. Weil die Daedra dann irgendwie... Ja, die kannten die Spezies Agonia nicht. Und die Hist war, glaube ich, auch sogar in den Büchern da zumindest ein Teil aus der daedrischen Ebene. Beziehungsweise die Hist ist ja daedrisch. Und die hat ja die Agonia beschützt. Auch wenn nicht alle. Und dieser eine Agonia ist dann ja, weil ich glaube, der war da Koch oder so. Und hat immer wieder neue Rezepte irgendwie oder neue Zutaten erschaffen. Wie geht's meinem Pferd? Ich hoffe, mein Pferd stirbt nicht. Und ich hatte gedacht gehabt, da wäre jetzt irgendwie jemand anders noch mit bei. Also kein Bandit oder so. Auf jeden Fall, wir werden das noch vorlesen und wir machen einen Podcast draus. Genauso wie die internen Bücher aus den ganzen Elder Scrolls Welten spielen. Die werden wir auch noch vorlesen. Ich muss nur zusehen, dass ich irgendwie jedes einzelne Buch in die Finger kriege. Hier. Dass ich die ganzen Spiele nochmal anfange. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, gab es Bücher in Elder Scrolls Arena? In Daggerfall gab es schon Bücher. Die waren da aber halt alle auf Englisch. Und mein Englisch ist halt nicht sehr gut. Ich muss besser werden in Englisch. Will es sogar auch noch werden. Muss nur schauen, dass ich dann irgendwie vielleicht mehr Übung darin finde, Englisch zu sprechen, zu lesen, zu verstehen und so. Ich will da definitiv besser werden. Schenk zum schlechten Omen, sind wir wieder da. Aber die Bücher, die wir dann in Daggerfall kriegen, werde ich vielleicht übersetzen lassen oder selber übersetzen. So, und also alles rein deutschsprachig ist oder so. Ich glaube, Minotaurus und Bandite. Egal, wir gehen jetzt erstmal nach Braviel.
So, wir parken unser Pferd hier. Hallo. Selber, hallo. Ich glaube, was hier die Camper-Gilde angeht, oder Kriegergilde. Oh, mein armer Aleron. Ist das nicht die Kämpfergilde? Kämpfergilde. Ach ne, wir müssen zu dem oder der Person, von wem der Auftrag ist. Hier irgendwo. Was ist das denn für ein komisches Haus? Ganz komisch aufgebaut. Achso, Magiergilde. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Verzeiht, mein Herr. Bitte, es wird langsam Zeit, dass sich jemand von der Kämpfergilde hier blicken lässt. Ich habe etwas Arbeit für euch. Ich brauche Koboldgalle für meine Studien. Koboldgalle? Ich benötige Koboldgalle für meine Studien. 10 Portionen, um genau zu sein. Da ich die Kämpfergilde angeheuert habe, erwarte ich auch, dass es erledigt wird. Und bitte sorgfältig. Ihr könntet in der Räubertalhöhle nach Koboldgalle suchen. Dieser Ort ist bekannt dafür, dass es dort Kobolde gibt. Okay, ich kümmere mich drum. Ich werde genau hier warten. Genau hier, okay, gut. Wo ist der Ausgang? Ist der Ort markiert? Jo, tatsächlich. Nein, nicht dahin. Hier. Räubertalhöhle. Ah, okay. Ist sogar mitten auf dem Weg. Finde ich schon mal gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ist ein schöner Ort. Bokrum Kogalash macht sich alle Mühe, ihn zu Erfolg zu bringen. Er ist offensichtlich sehr stolz auf das Gasthaus. Das haben auch schon andere gesagt. Bis später. Auch ihr. Okay. Ja, machen wir hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Thank you.